Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Leifeld von Evaco. Als Klickexperte zeige ich Ihnen heute, wie Sie Positionslinien in ClickSense erstellen können. Positionslinien eignen sich sehr gut dazu, um Zielwerte, Durchschnittswerte oder Ereignisse wie den Verkaufsstart eines neuen Produkts als zusätzliche Information zu hinterlegen. Click unterscheidet zwischen Positionslinien und Dimensionspositionslinien. Zusätzlich zu den Positionslinien können Sie einem Diagramm auch noch Trendlinien hinzufügen. Wie werden Positionslinien erstellt? In diesem Beispiel gehe ich im Bearbeiten-Modus zur Visualisierung, welcher ich eine Positionslinie hinzufügen möchte, gehe zum Reiter Add-ons und beginne mit einer normalen Positionslinie. Dazu klicke ich auf Neue Positionslinie. Nun kann zuerst eine Anzeigebedingung gesetzt werden, eine Bezeichnung, in diesem Fall zum Beispiel Ziel. Danach kann bestimmt werden, ob diese Bezeichnung angezeigt werden soll. Und im nächsten Feld können Sie die Position der Positionslinie festlegen. Weiter haben Sie noch Einstellmöglichkeiten, die das Aussehen der Trendlinie verändern. Die Dimensionspositionslinie wird nach demselben Schema erstellt. Eine Anzeigebedingung, gefolgt von der Bezeichnung, und daraufhin die Position der Linie. Hier müssen Sie auf einen Dimensionswert verweisen. Am Ende können Sie wieder das Aussehen der Linie beeinflussen. Weitere Tipps rund um Click finden Sie auf unserer Homepage und unseren Social-Media-Kanälen.